16 warst du für heute mit Chelo und Abdi und vis-à-vis. Fast 3 Jahre ist es her, dass wir gemeinsam einkaufen waren. Es wird mal wieder Zeit, oder? Habt ihr Bock auf ein Frühstück? Auf jeden Fall. Ja? Besser gesagt brunchen, oder? Brunchen. Brunchen. Machen wir das ganz neumodisch und gehen brunchen. Ja, Mann. Natürlich kriegt Abdi wieder seine kleine Abdi-Cam. Du darfst wieder ein bisschen Wie die filmen. Kleine Abdi-Cam und so. Das ist die Baba-Abdi-Cam. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir dürfen da offiziell nicht drin drehen, so wie beim letzten Mal auch. Also wir müssen ein bisschen undercover, wir dürfen uns nicht so auffällig verhalten, wenn es geht. Aber nicht, dass wir strafbar machen. Ich habe Bewährungen und so. Nicht. Wenn, dann Justin muss das alles ausbaden. Ja. Wir sind fein raus, wir wissen von gar nichts. Also. Okay, auch wenn Polizei kommt, kann ich Justins Namen sagen. Absolut. Das ist kein 31er, gell? Nee, alles gut. Ihr habt es alle gehört, wie gesagt, ich kann sagen. Also. Ja. Gut, dann gehen wir einkaufen, oder? Auf. Der Einkaufswagen für den Feinkostladen. Was esst ihr denn zum Frühstück, wenn ihr frühstücken geht? Oder? Also was ich sehr, sehr gerne mag, ist auf jeden Fall so was Schönes, so Frischkäsiges. Ja, Champignons auf jeden Fall. Guck mal, der hier sieht richtig gut aus. Ich glaube, der kommt frisch aus Amsterdam. Der hier kommt aus Lüttich, aber in Lüttich, die haben nicht so gute Ware, siehst du? Muss man aufpassen. In Lüttich gibt es bessere Diamanten. In Lüttich gibt es auch gutes J-Drop, ich gehört, aber ich habe hier eigentlich nichts am Hut, aber ich habe es gehört. Ah. Schließt mir doch bestimmt an, so eine Melona geht, oder? Ja, auf jeden Fall, das ist so schön frisch so. Ich bewach mal hier den Einkaufswagen, nicht, dass uns einer unsere schönen Sachen klaut. Guck mal hier, diese kleinen Zwiebeln sind, glaube ich, gut, oder nicht? Oder die? Ja, die sind super. Meinst du? Mhm. Okay, komm, ich vertraue dir. Rote Zwiebeln sind perfekt. Vertraue dir blind. Juhu. Bei uns Bosnien darf eine Sache nicht fehlen. Ich weiß, das nennen wir so Frühlingszwiebelmäßig. Oh, Maidonos. Ah, du meinst Lauchzwiebel. Spargel ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache. Aber ich esse nicht so gerne. Ich auch nicht. Jawohl, guck, dir jetzt extra geholt. Du bist die geilste. Krass, wo hast du den gefunden? Tja. Puh, aber der sieht schon verjasigt aus, wie gesagt. die sahen ehrlich gesagt alle so ein bisschen also richtig lauchmäßig aus. Egal, nehmen wir trotzdem, oder? Ja, können wir ein paar abrupfen? Ja, rupfen wir ab. Super Arbeit, wie gesagt. Okay. Das ist Sahne. Weiter. Der ist gut, ja. Geramon, okay. Geramon. Fein würzig oder sahnig mild? Bon chance, bon chance. Geramon, Geramon. Wir nehmen den hier. Der ist stabil. Geh, Bratte. Der ist Geramon, Bruder. Der klein. Das ist der fein würzige. Warte, ich zeig euch, was auch richtig gut ist. Und zwar das hier. Guck mal, kennst du den? Halloumi Grillkäse. Oh, super. Der Halloumi Grillkäse. Nicht Halloumi, Halloumi. Kiri, kiri, kiri. Ah, warte, warte. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die von Kerrygold. Mit Salz so ein bisschen, ne? Ach nee, das ist ungesalzt. Soll ich die salzige nehmen? Ja, die ist super. Mit Meersalz. Er hat sich schon ein bisschen was verändert in eurem Einkaufsstil, ne? Meinst du das? Fällt mir auf, ja. Jungs, achso, wir gucken nicht mehr nach Jakob. Ihr guckt auch nicht mehr so, ja, ihr guckt nicht mehr so aufs Geld, ne? Nein, ich sag dir ganz einfach, warum es geht auf 16 Bars, der ist kostet. Geht auf 16 Bars, wir haben nur mittlerweile gelernt. Man weiß, 16 Bars übernimmt, dankeschön. Super. Dann können wir richtig reinhauen. Ja, dann kann man die Brutzles müssen rein. Der Kampf zum Frühstück. Ja. Wirklich? Wow. Warte mal ab, wenn der Abdi uns einen geilen Ibiza-Auflauf macht. Brutzelauflauf. Brutzelauflauf. A la Ibiza. Wow, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Warte mal kurz. Oh, also Schotten. Wir können auch Biolachs nehmen, aber der ist natürlich, glaube ich, sehr teuer. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall Bioleck. Dann nehmen wir den. Bioleck. Dann nimmt 16 Bars den für uns. Okay, der ist sogar günstiger als der schottische. Also dann wollen wir ihn nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Oliven sind eine der geilsten Sachen auf der Welt, oder? Ich bin da ehrlich gesagt nicht so drin. Bist du nicht so ein Oliventyp? Was? 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 Tut mir leid. Ich hab's immer wieder probiert, so, aber... Ich hatte die Diskussion wirklich vor einer Woche gerade erst, da wurde mir auch gesagt, das ist das Geilste, was es gibt auf der Welt, aber das irgendwie... Das ist geil, das beruhigt einen, das ist so... Das hat ja alles drin, was du brauchst. Ich glaube, während ihr das holt, gehe ich immer noch schnell eine Tomate holen, weil es könnte ein bisschen knapp werden mit Tomate, Mozzarella und Tomate ins Rührei. Top, die Wette gilt. Ja? Komm. Ja. Okay. Machen Sie 200 bitte. Für es gibt doch diese Geflügel-Mortadellas und so vom Wiesenhof. Kenn ich, ja. Die gibt es an der Theke, frisch. Endlich. Was hast du da geholt, Visa? Ich habe für uns Basilikum noch geholt. Ja, für Braucht die Mozzarella. Braucht man ja für Tomate, Mozzarella. Ich hätte jetzt aber eher erwartet, dass du uns jetzt so Kresse holst. Kresse? Ja, das ist so. Okay, weißt du was? Das ist ja auch manchmal so ein Problem, ne? Halt mal fest, Ortak. Okay, Abdurrahim zeigt euch. So wie bei den Erdbeeren. Ja, genau. Haben wir letztes Mal keine Eier geholt? Nee, wir haben ja gar nichts mit Eiern gebraucht. Ach so, ja. Wir waren auch mit Eiern. Guck, die Visa hat schon selber geschnallt. Immer gucken, weil sonst gibt es zu Hause Ärger, wenn man kaputte Eier mitbringt. Ja. Aber richtig. Hier auch schön Freilandhaltung. Haben die hier eine eigene Bäckerei vorne noch? Habt ihr das gesehen? Ja, habe ich. Ich habe gesnipert, da war eine. Dann holen wir da Brot und Brötchen und so. Was ich aber auch gelernt habe, alles von Mövenpick, geil. Ja? Ja.
Ein bisschen Milch kann man doch immer drauf. Ich glaub, Milch ist nie zu viel. So eine Frischmilch, ja? Was trinkst du denn? Wir haben Säfte, ne? Wir haben Saft, ja. Wir brauchen noch ein paar Soßen. Ach, ich lass die Pikos jetzt alleine, Alter. Was? Ich mach mein eigenes Ding jetzt, Alter. Was? Wozu brauch ich die? Guck, Locke, hier, Milchabteilung Chilo 385. So, Alpenfrisch, fettarm. Was für fettarm. Bärenmarke 3,8. Normalerweise würde ich die nicht jetzt zu Hause holen, aber wie gesagt, auf 16 Bar See geht locker. Ich habe gehört, dass ja alles auf 16 Bar geht, kann man auch die Bärenmarke, die schöne. Ja, ja. Oder nicht? Guck mal, ich hätte noch eine Alternative für dich. Das ist Kokosmilch mit Kakao. Oh, I'm in love with the cocoa. I'm in love with the cocoa. Made from? Entschuldigung, habt ihr eine Drehgenehmigung? Ja, natürlich. Cadiz, Köln. Darf ich die mal sehen? Als ich in Spanien war, gab es nur diese Soßen wegen den Engländern. Diese HP, die sind voll heiß da drauf. War voll verrückt drauf. Mir hat es gar nicht gefallen, aber ich war in so einer Ecke, wo nur Engländer waren. Die waren total. Immer jeden Morgen zum Frühstück haben die Bohnen mit das gegessen. Nee, wir nehmen einfach hier. Hallo. So. Hallo. Machen Sie bitte keine Fotos und drehen hier irgendwas. Nee, wir haben jetzt also Sie brauchen, wenn überhaupt, eine Genehmigung. Ja, das hatten wir das haben wir abgesprochen mit der Zentrale. Aber die Marktleiterin macht das nochmal. Also die hat es nochmal zur Prüfung gegeben. Haben wir mit der Zentrale abgesprochen? Ja. Da gab es so eine E-Mail. Herr Brückner. Mhm. Oh, weiter, Digga. Brate stabil an. Ach, Bruder, diese Situations. Ich habe früher viel gemacht. Was soll ich sagen? So. Wow. Frau Sommer, bitte mal in den Kassenbereich. Ey, für den Lachs jetzt brauchen wir auf jeden Fall diese Graved Lachssoße. Okay, die trommeln jetzt alle zusammen, Alter. Die werden wir uns beeilen. Wir müssen raus hier. Ja, komm, wir nehmen noch selten Soße. So gut gespielt. Geht also, schon mal vor. Der Beste ist Heinz Scharf. Ja. Heinz oder Heinz Scharf? Heinz Hott. Meinst du? Ja, der ist der Schönste. Wo ist der? Der ist... Das ist... Curry Joe. Nee, dann nimm den normalen Air, Bruder. Ihr wisst aber, dass ich hier nicht filmen soll. Ich filme gar nicht mehr, ich warte gerade nur noch auf die. Also, ja, meine Kundin hat sich gerade schon beschwert. Echt? Ich bitte unterlassen. Aber sie ist ja schon die dritte Person, die mich jetzt anspricht. Oh nein. Mein Respekt dafür, wie ihr gerade also wieder mal eure schauspielerische Leistung hier. Wie meinst du schauspielerische Leistung? Ja, hallo, wie du gerade. Also, du warst so überzeugend mit Herrn Brückner und mit dem. Ja, aber der Herr Brückner hat so E-Mail geschickt, der hat gesagt, alles okay und so. Amisa wurde einmal durch Berlin geschoben. Chill und happy. Ich komme jetzt gleich wieder vor wie 12. Ich habe so einen Kinderkaugummi im Mund und werde auf den Einkaufswagen mit von, so, von zwei Kanacken. Ist es. Wow. Na, gut. Was hast du denn da jetzt schon? Brot. Brötchen? So, ganz normal, wenn man Baguette kauft beim Einkaufen, dass man das. Bis es zu Hause ankommt, schon die Ecke fehlt. Okay, jetzt habe ich auch. Das ist wirklich schon mal. Wir sind endlich zu Hause und jetzt können wir Frühstück zubereiten. Also meine Idee ist, jeder soll das machen, das, was er stark ist. Okay, dann würde ich sagen, ich mache das Rührei. Okay, ich mache die Brutzler. Du machst die Brutzler und du könntest ein bisschen schneiden. Schnipplerieren. Ich schneide gerne. Wir haben das ja schon letztes Mal geübt mit den Champignons und so. Das ist zu kalt, Visa. Muss schon ein bisschen warmes Wasser sein. Wollen doch Hände wahrscheinlich einfrieren. Müssen ja die ganzen Enzyme und Keime, die müssen ja runter von den die Händen. Die Enzyme. Ja. Die Enzyme. Weil wenn du jetzt auf Zoom machst, das sind so kleine Mikroben, die laufen da so rum. Zeig mir nochmal. Ja, siehst du, das sind Mikrobas. Guck mal, viele. Guck mal bei Visa. Du musst mal deine Handlinie angucken. Alter, das ist mir jetzt zu viel Dings, Alter. Hokus pokus, hört mal auf. Eins. Und auch wichtig, hier dazwischen. Ja. Da ist viel Dreck. Das ist viel Hech. So, genau. Und jetzt, wenn es schön warm ist. Jetzt kann man es klöpfen. Jetzt kann man es abklöpfen, genau. Und immer schön die Hände unten halten, damit man nicht allzu verspritzt. Boah, also. Der war krass, Bruder. Okay, was aber wichtig ist, ja genau, Holzlöffel. Weil diese Pfannen. Aber damit geht's auch mit Plastik. Damit geht's auch natürlich. Nur aber Holz ist immer schön. Holz hat man schöne,
hat man dieses Gefühl. Darum geht's. Cello, würdest du mir die Zwiebeln schneiden? Ja, Logo. Und zwar schön klein, ne? Willst du Würfel oder Scheiben? Würfel. Würfel? Ja. Okay. Das wäre super. Und jetzt. Esst ihr denn eigentlich, um mal hier zum Essen zurückzukommen, auch normalerweise wirklich regelmäßig Frühstück? Ist das die erste Mahlzeit eures Tages? Meinst du Mittagessen? Heute realistisch, meinst du jetzt? Ja, wirklich realistisch, jetzt mal unabhängig von heute. Seid ihr so Menschen, die aufstehen und sagen, so jetzt? Nein. Nee. Ich stehe, also wenn ich aufstehe, leider nicht. Also, da gebe ich mir erstmal ein Normalbüro, glaube ich, leider. Erzähl mir mal von dem Frühstück der Champions mit Snickers und Cola. Also das Frühstück der Champions gibt es, das ist eh das Krasseste. Und das ist ja auch hart, das haben die jetzt auch eingeführt, offiziell. Das ist ja dieses Paket Cola, so 0,5 Cola mit einem Snickers hängt das dran. Ja, und das war früher so mein Frühstück, so ganz, ganz wirklich? Früher. Ja. Wo ich raus bin an die Blocks. Aber da fühlt man sich doch richtig eklig, oder? Nee, aber damals, also das war ja so, da war ich 18, 19, 20, da war genau dieser Zucker, das genau gebraucht. Ja, und woran liegt es jetzt heute, weil du dann so spät aufstehst, oder warum isst du kein richtiges Frühstück? Das ist auch eine gute Frage. Auf jeden Fall. Es ist oft, ja eigentlich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Oft, ne? Oft ist es ja bei mir so, ich krieg nachts so eine Fressattacke, sagen wir mal. Okay. Das ist eine miese Attacke dann. Und was isst du dann? Ja, und dann, was mir in die Hand kommt. So. Also entweder guckt man so, schiebt man sich eine Tiefkühlpizza rein. Aber es kann auch manchmal passieren, dass man auch mal die Steaks auf die Pfanne haut. Man kann auch mal bei Petro einen Abseiler machen. Man kann auch Petro. Ja, das ist aber dann schon Frühabend. Aber ich meine jetzt so nachts, dieses Nachtprogramm. Wie nachts, Bruder? Petro hat doch bis 5 Uhr morgens offen. Ja, aber jetzt nicht jeden. Wer ist denn Petro? In der Woche. Doch. Aber haben die immer drei, bis 3, 4? Ja, ja. Ja, aber bis ich zu Petro komme, Bruder. Und kannst du das, ohne dass dir die Augen tränen? Ja, natürlich. Ich habe so viele Tränen vergossen in meinem Leben, da gibt's nichts mehr. Ich habe gerade auch bei Fußballspielen, Digga, gemacht. Nicht mal bei Fußballspielen. Oh. Nicht mal, wenn Eintracht im Champions-League-Finale wäre und verlieren würde, würde ich die Träne verlieren können. Du wolltest dich um deine Brutzler kümmern. Ich habe die Pfanne erstmal noch mal geputzt. Okay. Du hast schön gemacht. Ich vertraue der Pfanne hier. Vertraust du der Pfanne? Ja. Danke. Alles klar, ich muss weinen. Schmeiß den Gasherd an. Trotzdem ist mir kack. Du weinst jetzt aber eher nicht, oder was? Ich weine nicht, Mann. Schmeiß mal den Gasherd an. Ich habe ehrlich gesagt zu Hause keinen Gasherd. Ja? In Frankfurt-Dorfenbach haben wir alle Gasherde. Trotzdem ist es mir kalt. Bei uns ist viel Gasleitung. Bei uns schmeißen die Cousins viele Gasherde an. Also, wenn du Crack kochen wollen würdest, wüsstest du schon mal zumindest, wie man den Gasherd anschmeißt. Yeah. Ja. Kann man Crack nur auf dem Gasherd kochen? Nein, aber... Kennst du diese, die einen auf Crack-Kochermann nicht mal Gasherd anschmeißen können? Kennst du? Oh. Sag mal, jetzt hat Chedo gerade erzählt, isst du denn wenigstens ab und zu mal Frühstück? Ja, ja, ich frühstück schon ab und zu. Und was isst du da? Sucuk und Brutzler? Nee, überhaupt nicht so Dings. Aber auf jeden Fall... Also kein Geld für Brutzler, alle. Nicht, nicht so süß, sondern würzig eher oder pikantere, wie man es nennen mag. Warte, ich muss gerade mal gucken. Unten links ist der. So. Hat sich denn an eurer finanziellen Situation nichts verändert in den letzten 3 Jahren? Ich habe direkt mein Geld da in einer Woche ausgegeben, alles. Und dann war alles, dann war alles wie vorher. Deswegen muss auch ein neues Album her, damit da Geld reinkommt. Unbedingt, ja. Ulan Cello. Ich wollte kein neues Leben haben, deswegen habe ich schnell alles ausgegeben. Dann wieder die Capri-Sonne reingehauen. Weil du damit nicht umgehen konntest, oder? Nee, ich wollte mich nicht verändern, weißt du? Da habe ich gesagt, ich gebe alles aus, wie weit da auf Capri-Sonne-Basis unterwegs sein. So sieht es aus. Ja, das meinst du, das reicht von der Flamme, ja, gell? Anders kenne ich nicht. Okay. Nein, Visa, wir haben doch schon auch was zur Seite gelegt, natürlich. Aber ihr achtet auf jeden Fall immer noch ein bisschen trotzdem. Natürlich, man muss doch, man ist doch dumm, wenn man nicht drauf achtet. Also man sollte schon sein hart verdientes Gino, Geld... Meinst du, man kann Sesamöl nehmen für Brutzlermischi? Man sollte schon sein hart verdientes Geld auf jeden Fall gut anlegen. Aber anlegen meine ich jetzt nicht irgendwie jetzt Glücksspiel in Automaten oder sowas. Wie der Dings. Für manche ist es ja anlegen. Weißt du? Ins Casino gehen. Am besten ist das Geld bei den Eltern verstecken. Bei den Eltern. Ja, alles gut aufgehoben. Ich glaube, dann werde ich mir direkt mal jetzt die erste Ladung Zwiebeln von dir schnappen. Schnapp dir, das was du kannst. Das hast du fein gemacht. Bin ich gut oder gut? Ja, voll. Okay. Und wie gesagt, ohne Wein. Ohne, ja, ich habe viel geweint, Visa. So, dann werde ich jetzt mal hier, ich habe ja die Hände gewaschen. Ja, wir haben uns alle die Hände gewaschen. Wir können uns alle auf die Finger schauen.
Alter, es ist verkabelt. Ey, holt mich hier raus! Holt mich hier raus! Ich bin aufgeflogen, ey! Du bist von der Kaiserspolizei. Ja, aber echt, du bist so mit so abgefuckten Typen, Alter, auf einmal. Aber du hast vergessen von Interviewen. Ja, ja, vom Interview. Chilo, du könntest direkt weitermachen mit den Pilzen. Hulan, Chilo. Chilo, du triffst echt mit jemandem, so, du hast vergessen abzumachen, Leute. Alalala. Und jetzt mach so. Hey, stopp. Wie lange dauert so eine Spülmaschine, wenn die an ist? Ungefähr? Habt ihr die gewaschen? Nee. Nee, die muss, das ist dein Job. Waschen, schneiden. Ey, jetzt übertreibt man nicht Kinder, Alter. So Stüsschen hier. Boah, das sieht krass aus. Kennt ihr diese Geschichte mit der Mutter und dem Messer und diesem ganz schlimmen Unfall? Ah, ah. Immer wenn ich so ein Messer sehe, muss ich daran denken. Es gibt so eine Geschichte, das ist wirklich passiert. Da hat eine Mutter ihren Sohn zum Essen gerufen und er ist nicht gekommen. Okay. Dann hat sie ihn nochmal gerufen und nochmal gerufen und er ist nicht gekommen. Und dann ist sie, weil sie gerade irgendwas geschnitten hat, mit dem Messer losgelaufen. Und in dem Moment ist er aber auch gekommen und ist um die Ecke. Und Sie hatte das Messer so in der Hand und hat quasi ihren eigenen Sohn erstochen. Hat ihn direkt im Brustkorb getroffen und dann war er tot. Nur weil sie ihn angerufen hat? Nee, sie hat ihn gerufen halt die ganze Zeit, dass er aus seinem Zimmer zum Essen kommen soll. Hm. Und dann ist halt genau dieser dumme Zufall. Deswegen, liebe Kinder, wo ist die Kamera? An welche muss ich appellieren? An die da? Die? Die? Liebe Kinder, wenn eure Mutter euch zum Essen ruft, kommt direkt, sonst stecht ihr euch aus Versehen ab. Aber die Moral könnte auch sein, dass man vielleicht nicht mit einem Messer so rumläuft. Ich das immer sowieso, so. Genau. Lieber so, stecht euch lieber selber. Wenn, dann tut euch nur selber Schaden zu. Liebe Kinder, wenn ihr nach Hause kommt, zieht nicht eure Schutzweste aus. Scheiß mal auf Stecherei und so. Wenn, dann macht mit Faust. Fertig, Allah. Klärt es. Wenn euch einer abfuckt, dann klärt es einfach. Aber macht nicht so. Aber muss Kinder man ja rum. Auch nicht mit der Faust, ne? Kann man ja auch. Ja, man kann auch reden natürlich. Aber es gibt doch irgendwann jetzt, der Bogen ist überspannt, weißt du? Dann geht's anders nicht. Dann muss man halt das so klären. Wann habt ihr euch das letzte Mal geprügelt? Ein 30er oder was? Nee, wann ihr euch das letzte Mal... Also letztes Mal nicht. Niemals. Niemals? Noch nie? Nein. Ich mach's immer, wie du sagst, mit Reden. Du hast dich noch nie geprügelt in deinem Leben. Gewalt ist doch keine Lösung, Visa, wusstest du das nicht? Wirklich? Gewalt ist keine Lösung. Ja, das ist mir klar, aber hast du dich wirklich noch nie geprügelt in deinem Leben? Doch. Hätte ich nicht geprügelt. Ich denke mal, du auch, oder? Nee, ich hab noch nie jemanden geschlagen in meinem Leben. Ja? Noch nie. Aber hast du mal gefangen, ein paar Bretter? Ja, habe ich. Kann passieren. Ja. Also ich habe einmal in meinem Leben einem Menschen eine Ohrfeige gegeben, aber... Also hast du doch aber schon mal... Aber warst du emotional so, gell? Ja. Ja, siehst du aber... Das ist doch, wenn der Bogen überspannt ist. Man kann einfach nicht anders. Aber jemanden so mit der Faust zu schlagen oder mit einem Gegenstand... Ja, guck mal, aber es ist ja ein Unterschied, wenn du einen Gegenstand nimmst, und wenn du es mit deinen Händen machst, das ist schon ein krasser Unterschied. Ja klar, das ist ja auch strafrechtlich gesehen ein krasser Unterschied. Erstens das und ja, zweitens generell sich prügeln, das ist primitiv. Ich sag ja nur, das ist der Extremfall. Wenn es nicht anders geht, dann benutzt keine Messer. Wenn jemand danach bettelt, darum bettelt. Ja, also benutzt keine Waffen und so, weil das ist scheiße. Am Ende, wegen irgendeiner dummen Geschichte, musst du dann 5 Jahre in den Knast, 6 Jahre in den Knast. Ganz kurz, ihr wolltet Zuzuk haben mit in den... Ja, du nicht, oder was? Ihr habt eure Pilze hier. So, da hast du direkt die nächste Aufgabe. Zuzuk ein bisschen klein würfeln, also so, warte. Gib mal eine Reihe. So. Die machen wir so. Dankeschön. Ups, jetzt habe ich die Wurst abgestochen, abgehört. Habt ihr eigentlich so ein bisschen jetzt so Flashback-Erinnerungen an unser erstes Kochen? Ein bisschen, ja. Also vor allem, weil ich schon am Schneiden bin. Ja. Wieder mal. Ich finde, dass ihr euch ein bisschen, also... Es wirkt alles ein bisschen souveräner, ne? Meinst du? Ja, ihr seid ein bisschen konzentrierter, ihr seid ein bisschen mehr bei der Sache und so. Ja, aber damals war man ja auch so neu im Geschäft, da war es auch anders mit Kamera im Gesicht. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen Holiday-Park für uns noch alles. Ja, das war, ja genau, das habt ihr schön gesagt. Aber mittlerweile ist es alles ein bisschen zur Normalität geworden. Das ist ja so eine gewisse Normalität, das hat so... Vor allem Brutzler waschen. Okay, Visa, jetzt ich hab diese Sujuk, ich hab perfekt. Die Pilze und ich hab die Zwiebeln. Super. Ich hab dir 3 Packs gemacht, such die aus. Du kannst direkt gleich weitermachen mit Tomaten waschen, erstmal die großen und die in Scheiben schneiden. Du bist übrigens ein sehr guter Sous-Chef, sag mal so. Ja, lob mich, lob mich. Was ist Sous-Chef, Dings, erklär mal. Ich glaube, das ist sozusagen das nette Wort für den Assistenten vom Koch. So. Der Baba. Aber also Abdi ist auch, weißt du was, Abdi die ganze Zeit, hast du ihm mal zugeguckt? Er schneidet hier ganz versiert die ganze Zeit die Würstchen. Er ist doch ein Bratmeister.
Ah, das Ding ist wieder aus, deswegen. Wo ist das Feuer? Guck mal, Wasser ausmachen hier. Wir sind auch keine Verschwenderusse. Aber sag mal, habt ihr euch denn jetzt eigentlich in diesen letzten 3 Jahren, in denen ja auf jeden Fall einiges passiert ist, mit Hinterhofjargon und auch natürlich vorher noch mit dem Mietwagentape, mit Akupunktur, da ist ja wirklich unfassbar viel gewesen. Habt ihr eigentlich in der Zeit euch jetzt mal richtig Pausen nehmen können? Habt ihr irgendwann mal so richtig euch erholt von allem, was so passiert ist und mal alles so ein bisschen irgendwie sacken lassen können? Natürlich. Ja, aber ist immer zu kurz, die Pause. Ja, aber da geht, da ist immer ein bisschen Zeit. Aber man dazu. Muss sich das halt nehmen. Pause, ohne Pause, dann kriegt man ja einen Dachschaden. Wart ihr irgendwie im Urlaub? Wart ihr weit weg oder so? Weit weg ist Nordafrika auf jeden Fall. Ja, ich war in der Heimat auch. Afrika ist ja schon gut weit weg. Ja. Ich war in Bosnien. Auch in der Heimat. War jetzt auch so bei deiner Familie da und... Ja, das war auch nicht weit, 1400 Kilometer. Mein Vater hat ein Verfolgen Haus die denn eigentlich so, was du hier machst? Also haben die so mitgekriegt, ja, was sich da bei dir Fall. Entwickelt hat? Ja, ja, also gab es auch Jugendliche aus Deutschland, die da waren, die mich erkannt haben zum Beispiel. Ah, das war meine Pepsi. Aber auch also viele Einheimische. Mhm. Und deine Familie ist dann natürlich auch sehr stolz auf dich. Auf jeden Fall, aber ich sag dir ehrlich, für die ist das jetzt nicht so ein... Also, die haben jetzt da gar nicht so einen krassen Überblick darüber. Es wäre toll, wenn du die eben wäschst, schneidest und dann in Scheiben hier so auf dem Teller verteilst. Wahrscheinlich brauchen wir 2 Teller. Mozzarella-Style meinst du? Für Mozzarella-Salat? Genau, damit wir dann, also die Scheiben und dann darüber die Mozzarella. Setzt ihr euch denn in irgendeiner Form mit eurer Ernährung oder eurer Gesundheit auseinander? Leider nicht. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn du sagst leider, dann heißt es, dass du es eigentlich doof findest? Nee, man sollte sich schon um sich kümmern. Oh. Das ist sehr wichtig. Das ist A und O. Was hält dich denn davon ab? Zeit. Das heißt, also ich glaube... Ich bin auch ein bequemer Mensch, ich sag's dir ehrlich. Was soll ich jetzt um den heißen Brei reden, weißt du? Aber bei euch wird aber ja ich auch bin nicht faul. Das soll ich jetzt zum Beispiel auch bei Abdi wird ja auch so oft darauf oder darum herum kommentiert, so, ob Abdi jetzt hier wieder einen größeren Bauch gekriegt hat oder nicht. Wie ist stört euch sowas? Na, schon ein bisschen da, ne? Geht, gell? Aber ich sag dir mal ganz ehrlich, das ist auch psychologisch oder wie man sagt, voll die Anstrengung. Man ist dann oberschlecht drauf. Aber man fühlt sich doch auch gut, oder? Natürlich, man fühlt sich gut. Diät ist ja mehr ein Lifestyle als. Das ist ein aber Stumpf. Weißt du, wann ich guck mal. Weißt du, wann ich mich richtig gut fühle? Wenn ich so geile Lammrippen esse, so schöne fettige. Da fühle ich mich auch gut zum Beispiel. Komm her, nimm auf, guck mal, wie ich hier zubereitet habe, Digga. Nimm auf, wie ab die Würstchen schneidet. Guck mal, wie krass, Digga. Guck mal hier, warte. Ich drehe mal eine. Guck mal, bam. Schof her. Zack, Jigo. Guck mal, habt ihr gesehen, wie schön es hier schon aussieht? Boah, Visa. Zeig mal schon einmal mischen. Oh, Hammer. Sag mal, Abdi, hat sich eigentlich seit damals irgendwas verändert an der Situation? Du hast ja damals auch sehr oft in die Kamera betont, wiederholt gesagt, dass du eigentlich eine Frau suchst. Natürlich. Also nein, es hat sich nichts verändert. Nee. Wir sind ja viel unterwegs, gell? Und schon ein Mensch, ich möchte natürlich dann auch meine Zeit voll und ganz in eine Beziehung oder in eine Ehe oder was auch immer stecken, weißt du? Ja. Und wenn man so Musiker ist und viel unterwegs ist, ist es ein bisschen schwierig. Das verträgt sich nicht so, meiner Meinung nach. Für hast du es denn mal probiert zwischendurch? Was heißt probiert? Das kann man so nicht sagen. Also. Aber es hat bis jetzt auf jeden Fall noch nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, sag ich dir ganz ehrlich. Aber alles hat seine Zeit und jeder Topf hat seinen passenden Deckel, oder nicht, Cello? Jeder. Hä? Jeder einzelne Topf. Ja. Auf der Welt. So ist es nun mal. Aber mittlerweile sehe ich das so ein bisschen... Du bist nicht mehr so krampfhaft auf der Suche. Genau, so sieht's aus. Ja, dann klappt's ja auch meistens besser. Meinst du? Ja. Ja, man soll lieber verkrampft machen. Oh. Nee, lieber nicht verkrampft machen. Nee, egal was man macht. Oh, nein. Ah. Entschuldigung. Pust mal ab, die. Warte, komm, ich puste. Ich glaube, ich muss kaltes pust Wasser drauf machen. Meinst du, komm, wir machen kaltes Wasser drauf? Ja. Hilf mir mal, schnell, schnell. Ja, das ist warmes Wasser jetzt. Okay. Das weiße Wasser noch. Habt ihr auf jeden Fall kein gut mit Kindern umgehen. Ich muss ein bisschen Öl nachlegen, weil sonst wird es... Geht's wieder? Ja, es geht wieder. Dankeschön. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Babysitter braucht, ruft ab dir. Das Kind am Laden. Einen guten Babysitter.
Oh. Da kann man sich echt schlimme Verbrennungen von zuziehen. Ist aber nichts passiert. Von heißem Öl. Also nee. Verbrennung dritten Grades. Ja, ich hab, guck mal, hier habe ich neulich eine Verbrennung dritten Grades mir zugezogen. Egal, das tut mich einer vorne nicht an. Stimmt, du warst ja sogar auch, du magst es ja. Entstellungen, Narben. Ja, die darf nicht so perfekt sein. Die soll nur für mich in meinen Augen perfekt sein. Das ist süß. Daran hat sich also überhaupt nichts geändert. Ich wollte Mozzarella machen, aber Zwiebeln gehen auch drauf, oder? Nein, Bruder. Ja klar, doch. Was? Nein, voll, ja? Doch, auf jeden Fall. Nein. Dafür sind die gedacht. Da kommt doch Mozzarella drauf. Ja, natürlich. Und danach aber Balsamico. Das macht man nicht, gell? Entweder doch. Machst du so oder so. Es gibt nicht. Das dann geht, wir machen doch so wie wir. Dann machen wir zwei Teller fertig. Das schmeckt aber viel leckerer mit Zwiebeln. Ja, dann mach doch zwei Teller. Ich mach zwei Teller. Ach, Mozzarella mit Zwiebeln, meinst du? Mozzarella mit Tomaten und Zwiebeln. Stimmt, schmeckt ein, super. Aber jetzt ein Italiener, der wird einen Herzinfarkt kriegen, wenn er uns sieht. Und sagen, ja, wie ja. Macht Zwiebeln Mozzarella? Aber wir machen das halt auf die Cello, ab die Vis-a-vis. Ja, aber man soll schon Tradition, die Tradition nicht über ein Wort werfen. Das ist schon auch so ein Traditionsmensch. Also ich mach das. Warum, wenn ich jetzt kein Italiener bin, aber trotzdem, man soll es schon mal respektieren. Schmeckt halt viel besser. Mach kein Zwiebeln mit Mozzarella. Und wir machen das einfach politisch korrekt jetzt. Schillen ab wie die politisch Korrekten seit Tag 1. Was ich auf jeden Fall entdeckt habe, war ein Beginner-Sample. Genau. Beginner, ja. Waren die Beginner für euch prägend? Ist ja jetzt eigentlich nicht so unbedingt... Prägend nicht. Prägend ist jetzt prägend so ein krasses Wort. Prägend ist ein sehr krasses Wort. Ja. Warte Jungs, ich muss schnell durch. Ah. Aber sie sind, man kann sagen, ein Teil meiner Jugend auf jeden Fall. Also man hat ja Bambule gehört. Absolute Beginner. Damals gab es ja, hattest du keine große Auswahl. Und die hatten auch krasse Beats. Das war krasse Musik auf jeden Fall. Aber man ist ja, wir sind ja mehr so auf Straßenrap fokussiert gewesen. Ne? Aber die machst du, Chilo, machst du eigentlich immer noch Pause gerade? Hm? Nein, ich mach nicht Pause. Das ist ein Trick. Jede mit euch, dass ihr denkt so, hä, warte mal, der macht sein. Wir müssen uns nämlich ein bisschen beeilen. Guck mal, ich brauch Öl oder Salz oder, du, oder Mozzarella. Du sollst dich um Mozzarella kümmern, der ist da. Und jetzt okay. Ist die Frage, ob wir das hier... Balsamico kann man auch Mozzarella machen. Ja, das kannst du da drüber machen. Okay. Und warum habt ihr euch ausgerechnet das Sample ausgesucht? Gibt es da irgendeinen was speziellen Bezug? Was einfach geil gepasst hat, weil er uns feiert und ja, wir feiern ihn ja auch natürlich. Schöne Grüße an Jan Delay. Schöne Grüße an Jan. Der hatte, Icy Ice. Hat halt also auch ohne Probleme das Sample freigegeben. Ja, ja. Ganz locker. Das ist ja die Sache. Ich denke mal, viele Rapper hatten schon mal die Idee, das Sample zu benutzen. Sag keinen weiter. Ich hab grad voll das dumme Dummheit gemacht, Alter. Was hast denn? Du? Ich hab diese Wasserdings so aufgemacht. Das ist wie wenn du so eine Flasche so quer aufmachst. Ich hab ein bisschen zu viel gelobt vielleicht. Ja, ne? Ja. Aber ja. Nein, ich wollte dir damit sagen, so, gib mir nicht alles zu arbeiten, mach selber auch was, so kennst du. So, das kriegen wir hin. Richtig Tollpatschigkeit gerade. Ja, also Rührei ist so gut wie fertig, ne? Hier, die Butzi ist auch. Die Salate auch. Sehr gut. Stef. Salata di Cielo. Wie heißt Wurst auf Italienisch, Cielo? Sausage. Sausaggia. Salami, Bruder. M3 produziert übrigens das gesamte Album. Mhm. Okay, Abdi, willst du mal kosten? Kann ich machen. Ich pech mal selber, weil ich zitter sonst. Mit den Lippen. Schmeckt gut, ja. Aber viel Salz, oder? Ja, das ist ja noch, also ist noch nicht alles perfekt, aber ich brauche euch noch Pfeffer, aber ich habe irgendwie keinen Pfeffer gefunden hier. Also man könnte hier so Pfeffer mahlen. Punchen? Mhm, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Macht man das so? Ja. Punchst du viel? Machst schon gut so. Punch mal sehen. Und du wolltest mehr Salz, ne? Ja, das da geht auf jeden Fall ein guck bisschen. Guck mal, besser. So geht das super. Boah, böse Mama. Technik, alle. Visa. Visa. Yeah. Yeah, das hat sich ja Sport ausgezahlt. Boah, boah, boah. Oh, oh, oh. Das ist unfassbar. Wie viele Würstchen hast du jetzt eigentlich gebraten die letzten 20 Minuten? Eins, zwei. Was kann ich sagen? Frag mich mal, wie viele Tomaten ich geschnitten habe. 15 Stück. Unfassbar.
So, bei M3 waren wir stehen geblieben. Bei M3 bei waren wir stehen geblieben. Bei den guten alten M3. Hamid, einen Gruß an Hamid. Wir grüßen immer Hamid in jedem Interview. Na doch. Weil, wie gesagt, wir sind ja eine Crew, wir sind eine Band. Wie Earth, Wind and Fire. Und wir gehört einfach dazu zum Team, natürlich auch unser Manager Sin. Ja, und da tauschen wir uns halt immer aus. Das ist aber niedlich, was wird das hier? Ja, das wird the rest of the best. Also Rührei ist fertig. Würstchen auch. Und Features sind eben drauf. Hatar, Haftbefehl, Wazel, Olexesh und Hannibal. Die Leute, die Zuhörer, die können sich auf was gefasst machen, ganz ehrlich. Nur weil ich jetzt hier da hinten Brutzler die ganze Zeit zubereite, heißt nicht, dass das Album schmodder wird. Das Album wird ein richtig krasses Ding. Bei Hackmack komme ich im Audi RS6. Boah. Ha? Hm, ah. Kannst du eine Avocado schneiden oder soll ich's machen? Guck mal, ich könnte jetzt auf einen machen. Ja, normal, ich habe nichts anderes im Leben gemacht, aber nein, ich weiß es nicht. Bitteschön. Ich appelliere nochmal an alle Zuschauer, holt euch am 12. Juni das Album Bon Chance von Chelo und Abdi. Wer Mietwagen-Tape gemocht hat, oh, nicht, dass ich wird Bon Chance lieben. Hab ich dich angeschnitten, Lisa? Ja, hast du mich angeschnitten. Und ihr lasst mich immer noch ausreden. Doch, wir hören ich hab zu. Die kurz angestochen. Holt euch mein Album, wo Chelo drauf ist. Holt euch mein Album, wo Abdi mich backt. Abdi, willst du noch mal was von Rührei kosten und sagen, ob dir jetzt genug Salz dran ist? Nach so einem Chartplatz 3, ich weiß ja nicht, wie wichtig das euch war, aber es aber war haben ja wir uns verändert seit Platz 3? Nee, ihr habt euch überhaupt nicht verändert. Komm, sag ein bisschen, sind wir schon abgehoben. Alle, die denkt, ich wollte diese Ja-Mozzarella nehmen. Ihr holt mir diese Gambang so, oder wie das heißt. Nee, die wollt doch so ein gesagt, guck mal, ihr seid jetzt so, ihr holt nicht mehr Ja-Produkte und so, gell? Alle haben wir letztes Mal Ja-Produkte geholt, oder was? Wir haben nur gesagt, man soll achten. Nee, die Frage ist nur, ob sich jetzt dadurch auch eure Erwartungen an euch und euren Erfolg dadurch jetzt verändert haben, weil jetzt... Was? Also vorher war es ja schon so, dass man einfach sich gefreut hat, so nach dem Motto, wow, ich bin in den Charts überhaupt. Und jetzt ist es wahrscheinlich ja so, dass das da einfach Erwartungen von allen Seiten sind und auch von euch selbst. Das wäre jetzt eine Enttäuschung wahrscheinlich, wenn es das war früher, Lisa. Jetzt mittlerweile juckt mich das nicht, welche Zahlen da stehen. Das ist eine harte Woche, sag ich dir ganz ehrlich. Hast du mal gesehen, wer noch alles released in dieser Woche? Ne? Ja, der released Masimoto. Schöne Grüße an Martin. Martinovic. Ich habe auch den Track gehört, Anti-31er, wie heißt das? Anti-legalized. Anti-31er, anti-legalized. Dann released Casey Rebell. Dann released LX und Maxwell. Schöne Grüße an die 187 Straßenbande. Nordweststadt, Hamburg, Connecté. Du weißt, wenn ihr Blue Line Pedis braucht, kommt vorbei, der Hani ist da. Dann released noch, also und Chelo und Abdi. Das sind vier Leute. Und wer noch? Snagger. Ah, Snagger. Snagger, ja. Ich habe ja Fahrt gestern gesehen. Fahrt haben wir vorgestern. Bekommen. Vorgestern, ja. In der Tube Station. Kennst du Tube Station? Ja, kenn ich. Ich war da schon ausgerastet. Windmühle. Stöf. Dann hab ich Fahrt gesehen, gell? Warst du da privat da? Ja, ich war privat da. Wir waren geschäftlich da. Nein, ich war privat da. Wir waren geschäftlich. Wir waren geschäftlich privat da. Wir waren im geschäftlichen Rahmen. Auf jeden Fall, gell? Da hat er mir erzählt, ja, Mann. Oh, warte. Hat er erzählt. Hat er gesagt, harte Woche und so. Ja, ist halt hart, aber was soll ich dir sagen? Guck mal, erste, was schafft hinterher, damit du nicht zuhörst. Ich merke schon. Guck mal, das Wichtigste ist, dass die Musik gut ist. Dann ist auch sehr wichtig, dass man selber mit seinem Werk zufrieden ist. Und ich war lange nicht mehr, ich glaube, ich war noch nie so zufrieden mit meinen Sachen wie jetzt. So, ich höre die immer und so. Und meine Freunde haben schon Abtöns, wenn ich so um 3 Uhr morgens sage, hör noch mal genau, was ich gesagt habe. Verstehst du das und so? Hast du denn mehr gearbeitet oder hat dich einfach irgendeine Muse geküsst quasi und dadurch bist du jetzt für Wer dich hat mich geküsst? Eine Muse. Welcher Muso lang? Kim lang, welcher Muso? Hat die Muso gedisst oder was? Hey. Lebst du mit mir seit Platz 3? Sag mal jetzt mal. Hey. Aus Ulan. Muse geküsst, wurde gerade Muso gedisst, ne? Aber na gut. Aber was für ein Grüß an Muso. Kennst du nicht das Sprichwort, die Muse hat dich geküsst? Nee, sag mal, erklär mal. Die Muse, weißt du, was eine Muse ist? Ich weiß, was eine Muse ist. Ja, und man sagt halt, ob die Pampelmuse. Nein, die Muse ist eine Person, die dich sehr inspiriert und die Kreativität aus dir herauslockt. Ach so, nein. Die Beats waren auch so geil und ich habe einfach wieder Bock gehabt, den Leuten zu beweisen. Er hat einfach nur gezeigt, was er drauf hat. Genau. Was ist denn bei dir auch so, Chelo, dass du Er hat einfach nur gezeigt, was er kann, wo er der Baba ist. Und das kannst du auch Bon Chance hören.
Chilo, würdest du dann auch von dir sagen, dass es dein bestes Album oder deine besten Parts bisher sind? Ja. Ja, Chilo, doch assig zersickt. Das sind schon ein paar gute Klassen, also ein paar Sprüche, so, die sich einprägen werden. Da wird das, ein paar Parolen gibt es da schon, auf jeden Fall. Und wie gesagt, zu dem Thema, es ist mittlerweile scheißegal, wo wir jetzt charten. Also mit dem zweiten Album sind wir auf 3 gegangen. Und jetzt sind wir beim dritten Album und mittlerweile der Abdi sagt, es geht eigentlich nur um die Musik, dass die Musik gut ist. Mhm. Hätte ich jetzt so auf die 1 gehen wollen, dann hätte ich im Januar, Februar released, hätte mir irgendein Datum ausgesucht und fertig, weißt du, was ich meine? So, so komplexe haben wir nicht, Gott sei Dank. In so eine Komplexwoche hätte man dann releasen können. So eine geile Komplexwoche hätte man echt, boah, sich die 1 abstauben. Aber das ist doch, es geht darum, wie viel man verkauft hat. Es geht darum, die 1 der Herzen zu sein und die 1 der Ohren. Genau. Ja! Yeah. Das ist, finde ich, auf jeden Fall. Und die 1 der Straßen. Weißt du, worum es mir geht? Ja. Hier sind wir doch schon, Brett, ey. Puh. Guck mal, das ist die Wahrheit gerade. Ja, das sollte. Was ist denn da? Verstehst du? Wer möchte einen Schluck Innocent-Saft? Ich. Ich. Auf jeden Fall, uns ist wichtig, wenn ich rausgehe, ich höre meine Stimme in den Cabrios. Nicht andere Stimmen. In 3er Cabriolets. Ich möchte keine Brust. Du musst eine probieren. Nur, okay, ich gebe dir nur eine Hälfte. Ja, nur eine Hälfte. Du musst probieren. Du musst doch gucken, ob sie gut geworden sind für die Konsistenz. Und da geht. Der Logo. Lema San Pellegrino. Ich brauche immer Sprudelwasser. Ich kann diese Stille nicht trinken. Ja, dann guten Appetit, ne? Guten Abo. Ich habe schon vorher reingehauen. Sorry. Ja, das Ei schmeckt gut auf jeden Fall. Jetzt musst du die Brutzle probieren. Die hast du schon sehr gut gebraten. Dankeschön. Also, das muss man auf jeden Fall dir lassen. Dann würde ich sagen, wir haben uns wirklich ein großartiges Frühstück bereitet. Wir werden uns jetzt hier richtig noch drüber hermachen. Und vielleicht essen wir jetzt alleine in Ruhe, ne? Ohne die lieben Menschen da draußen. Weg, weg! Gibt es denn von eurer Seite noch abschließend was zu sagen? Zu Bon Chance und allem, was dazu gehört. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Vielleicht steht noch was. Was soll ich doch dazu sagen? Kauft euch das Album. Ich kann jetzt viel erzählen. Kauft euch das Album und schon ab dem ersten Lied werdet ihr schon wissen, wo es hingeht. Und ich denke, da kommt ihr auch nicht mehr dann schwer raus. Dann noch. Wenn ihr jetzt das Track 1 läuft, 2, 3, 4, dann seid ihr auf jeden Fall auf einer guten Fahrt. Und ja, gibt euch böse auf jeden Fall. Cello ab, die vis-à-vis 16 Bars abonniert. Macht Frühstück, bruncht viel. Aber guckt, achtet auf eure Gesundheit, ist auch sehr, sehr wichtig. Und ja, 12.06. Alle, die haben wir ganz vergessen. Vielen Dank. Auch nur für euch. Und, sag mal. Die ist sogar echt ganz lecker. Echt? Mhm. Boah, Molly, ein Hammer. Wow. Jetzt mal bitte Hand aufs Herz, wenn jemand zu euch kommt und sagt, ey, lass uns 2 Tage nach Istanbul fliegen. Ich will euch ficken. La Machine, a Cuisine. Oui, 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 oui. Hier wollen wir den letzten Song aufhören, komm. Eine für alle, eine für alle.